Von Mai bis Juli 1917 führte unser Kronprinz Georg von Sachsen unser Bataillon an. Der Kronprinz war mir gleich bei meiner ersten Meldung bei ihm besonders sympathisch. Ich begleitete ihn und den Grafen Fitztum vom Stabsquartier bis in die Nähe meines Unterstandes. Der Kronprinz hatte das Gespräch auf Bücher und Dichter gebracht, die ich besonders liebte. Zu meiner großen Überraschung stand am nächsten Morgen sein Diener, ein langer Leibgrenadier, vor mir, im Gepäck eine größere Anzahl von Büchern. Der Kronprinz hatte sie extra für mich aus der Brigadebücherei besorgen lassen. Ich war gerührt von dieser Geste. Auch bei einem Kompaniefest und einer Kaffeeeinladung bei ihm, ferner bei dienstlichem Zusammensein, war er stets ein liebenswerter, für alles Schöne zu begeisternder, vornehmer und bescheidener Mensch. Im Dienst war er ein tüchtiger und eifriger Soldat. Er war tapfer und schonte sich nicht. Besonders auf das körperliche Wohl und die geistigen Bedürfnisse seiner Soldaten war er sehr bedacht und für ein offenes Wort stets empfänglich. An einem schönen Sommertag besuchte unser König den Kronprinzen und ließ sich dabei sein Bataillon vorstellen. Mich fragte er beim Abschreiten der Front nach Namen, Geburtsort und Beruf. Mit stolz geschwellter Brust gab ich Auskunft. Nun war mein Vater nicht mehr der Einzige in der Familie, der königliche Aufmerksamkeit genoss. Als Kronprinz Georg sich im Juli 1917 infolge anderer Verpflichtungen von unserem Bataillon verabschiedete, überreichte er jedem Offizier ein Bild von sich selbst mit eigenhändiger Widmung. Nach dem Ersten Weltkrieg sollte er mir noch häufiger begegnen. Unter welchen Verdächtigungen er zu leiden hatte, brachte unser letztes Zusammensein im Dezember 1939 eindrücklich ans Licht. Diesem Treffen wohnte auch der jüngste Bruder des früheren Kronprinzen, Prinz Ernst Heinrich, bei, der damals Schlossherr in Moritzburg war. Unser kurzes Zusammensein in aller Öffentlichkeit, bei dem lediglich harmlose Gespräche stattfanden, wurde der geheimen Staatspolizei gemeldet und von ihr sofort dem Oberkommando der Wehrmacht berichtet. Man unterstellte uns vatikanische Bestrebungen. Ich konnte diese Verdächtigung ehrlich zurückweisen, aber genutzt hat es im Endeffekt nichts, denn auch ich war politisch verdächtig. 1934 wurde Prinz Ernst Heinrich durch die Nazis verhaftet und im Konzentrationslager Hohenstein interniert. Danach lebte er zurückgezogen auf Schloss Moritzburg, wo ich ihn mehrfach besuchte. Der Prinz hielt dort Pflichtkontakte zu NS-Größen wie Hermann Göring oder dem Reichsstatthalter von Sachsen Martin Mutschmann. In dem Schloss empfing er aber auch den ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister und späteren Widerstandskämpfer Gördeler zu ausgiebigen politischen Gesprächen. Bei einem meiner Besuche ruderte der Prinz mich einmal zur Schwaneninsel im Moritzburger Schlossteich mit dem Ruderboot. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs teilten wir beide uns ein Dienstzimmer bei der Abwehr in Dresden, dem militärischen Nachrichtendienst beim Oberkommando der Wehrmacht. Bei der Abwehr hatte ich engen Kontakt zu den Leuten, die am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler ausübten. Dienstlich hatte ich mit Olbrich, Oster und Fellgiebel zu tun. Mein Vorgesetzter und Freund Hans Meißner wurde nach dem Krieg von Die Zeit als Top-Spion bezeichnet. Der feindliche Geheimdienst hatte zuvor eine über 200 Seiten umfassende Akte zu ihm angelegt. Als absehbar war, wie der Krieg enden würde, hängte ich einige meiner wertvolleren Gemälde im Schloss Moritzburg auf. Der Wunsch, dass die einrückenden Sowjets mit dem Inventar dieses berühmten Schlosses pfleglich umgehen, erfüllte sich leider nicht. Russische Soldaten veranstalteten Messerwerfen auf 2 Meiler Bilder. Professor Krause, der ehemalige Restaurator der staatlichen Gemäldegalerie Dresden, hat sie später wiederhergestellt. Im März 1945 flüchtete Prinz Ernst Heinrich vor der anrückenden Roten Armee. Zuvor vergrub er jedoch mit seinen Söhnen in Kisten verpackte Wertgegenstände im Schlosspark von Moritzburg. Vieles von dem sogenannten Schatz der Wettiner wurde von den russischen Besatzern gefunden und abtransportiert. Einige Kunstgegenstände wurden erst 1995 entdeckt und wieder ausgegraben. Es gibt Menschen, die behaupten, dass noch immer etwas dort vergraben liegt.